Hallo Freunde des runden Leders, der Spielvereinigung Unterhaching und Anstoß 3. Wir grüßen von der Tabellenspitze. Wir stehen nach 8 Spieltagen ungeschlagen als Aufsteiger auf Platz 1. Und in diesem nächsten Spiel geht es gegen den Tabellenletzten. Können wir da unsere Serie ausbauen? Manchmal sollte man diese Spiele besonders ernst nehmen, denn gerade da können solche Serien auch mal reißen. Außerdem in diesem Part 2. Runde DFB-Pokal gegen den deutschen Meister und gegen den ersten FSV Mainz 05, die auch nicht ganz uninteressant auf Platz 6, nur 3 Punkte hinter uns stehen. Also es ist sehr eng, der erste Platz kann auch schnell flöten gehen. Allerdings möchte ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass unser Saisonziel der Klassenerhalt ist. Da haben wir schon 18 Punkte nach 8 Spielen gesammelt. Es ist der beste Lauf, den man in dieser Anstoßreihe-Doku bisher gesehen hat. Das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten und ich bin damit auch aktuell glücklich. Aber wie man den Fußball kennt, was muss nicht, kann nicht, kann schon, aber muss nicht lange halten. 98% Vorstandsvertrauen. Wir wollen die Serie so lange fortführen wie nur möglich. In ihrem Stadion müssen eine Reihe von Sitzen ausgetauscht werden. Es wären 20.000 Euro fällig. Passiert. So, keinen internationalen Spieler gab es jetzt. Alle Spieler sind gesund, alle Spieler sind fit. Rotation muss nicht sein. Das wird in der englischen Pokalwoche der Fall sein. Wir müssen uns natürlich an die englischen Wochen gewöhnen, wenn wir bald international spielen. Nein, nicht zu großkotzig werden. So. Wir spielen ohne Veränderung gegen Wolfsburg. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung. Ja? Eine ganz konzentrierte, dann klappt das. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir die nicht unterschätzen sollen, aber auch diese Ansprache hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Wolfsburg hat nur eines der letzten 6 Spiele gewonnen, das war auch ihr einziger Saisonsieg bisher. Über 12.000 Zuschauer, sage ich, sollte, wäre das viel. Naja, aber auch nur 450 Gästefans. Ordentlicher Platzzustand in der Volkswagen Arena. François Hollande tippt 2:1 auf Wolfsburg. Das wollen wir doch mal sehen. Erste Viertelstunde rum, nichts passiert. Och, und dann jetzt hier Evina. Auf, ja, haut den Ball ins Aus. Elfmeter für uns. Ist das der erste Elfmeter der Saison? Ich glaube schon, 33. Minute. Soriano läuft an, hoher Schuss aufs rechte Eck. Und der Torschützenkönig der vergangenen Saison lässt sich nicht lange bitten und verwandelt den Elfmeter. Und wir führen. Henrik Lemmenkuki sieht die gelbe Karte in der 39. Minute. Und wir führen mit 0:1 zum Halbzeit-T. Das war die einzige Torchance, aber ein Elfmeter, der verwandelt wurde. Ich sage, konzentriert weiter so. Wird die 0 einmal mehr stehen. Wolfsburg jetzt offensiv. Für die geht es jetzt natürlich auch. Gut, so früh in der Saison geht es für jeden um 3 Punkte. Es geht immer für jeden um 3 Punkte, was rede ich hier? Aber für Wolfsburg, die wollen natürlich jetzt so schnell wie möglich daraus aus dem Tabellenkeller. Es ist keine Mannschaft, die eigentlich im Abstiegskampf stehen sollte, denke ich mal. Harrison, oh, der Ball streift den Außenpfosten. Ja. Eine Mannschaft, die angeschlagen ist, ist besonders gefährlich. Das gilt jetzt auch für den VfL Wolfsburg. Hier ist noch über eine halbe Stunde zu spielen. Oder knapp eine halbe Stunde mit Nachspielzeit. Karl mit einer Flanke, aber der Ball landet im Aus. Bei dieser fehlenden Präzision in der Offensive sieht man allerdings auch, dass der letzte Tabellenplatz wohl nicht von ungefähr kommt. Aber ich möchte jetzt hier nicht so blöde Sprüche klopfen. Ben Bassat hier auf Hüttner. Allerdings passiert hier nicht so viel, sodass man halt Sprüche gerne klopft. Lemmenkuki hat übrigens gelb gesehen. Ben Bassat gegen Bong. Der hat kein Glück mit der Grätsche. Ich dachte schon, er will sich wieder für die Elf des Tages bewerben. Was er aber auch so tut mit einer bisher guten Leistung. 2,5 Note bisher. Ben Bassat zieht ab. Meier kommt noch irgendwie an den Ball, wehrt ihn nach außen ab. Lemmenkuki kloppt das Leder auf die Tribüne. So, über eine Stunde gespielt. Ich wechsle mal. Ich bringe Okpevko für De Luca in den Sturm. 71. Minute. Richards kommt für Schubert. Und einmal können wir noch wechseln. Hinz und Kunz. Soll ich irgendwie mich hinten reinstellen oder nicht? Akainak will sich drehen. Der Ball springt ihm vom Fuß. So, ich wechsle noch einmal. Panayotov für BBD. Dreimal gewechselt. Passiert hier noch was? Einwurf durch Panayotov.
auf Okpefko, der flankt auf den kurzen Pfosten, aber zu kurz, Abstoß. Und wir entführen auch 3 Punkte aus Wolfsburg, mal wieder ein 0:1. So haben wir ja auch in München beim FC Bayern gespielt und so spielen wir auch hier bei einem anderen ehemaligen deutschen Meister, VfL Wolfsburg. Terry Harrison, der beste Mann des Spiels, Spiel bekommt die Note 5 schwach, aber wir verteidigen die Tabellenführung und haben jetzt schon mehr als 20 Punkte. Man sagt, beim Saisonziel Klassenerhalt 40 Punkte ist so das Maß, was man erreichen sollte. Wir haben jetzt in der Hinrunde schon mehr als 20 nach 9 Spieltagen. So, Elversberg spielt 0:0 gegen Heidenheim. Aue spielt 2:2 gegen Regensburg. Mainz gewinnt 2:0 gegen Osnabrück. Stuttgart gewinnt 1:0 gegen die Bayern. Nürnberg verliert mit 0:1 gegen St. Pauli. Münster spielt 2:2 gegen Flensburg. Wolfsburg verliert 0:1 gegen Unterhaching. Bielefeld verliert 0:2 gegen Halle. Und Rostock verliert 1:3 gegen den HSV. Wir haben damit 2 Punkte Vorsprung vor dem VfB Stuttgart. Die stehen auf Platz 2. Und Mainz, unser nächster Gegner, steht auf Platz 3. 3 Punkte hinter uns. Die Bayern stehen nur auf 7. Auf den Abstiegsplätzen findet man jetzt Bielefeld und Nürnberg wieder. Wolfsburg immer noch letzter. Elversberg und St. Pauli konnten die Abstiegsplätze erstmal verlassen. Bong einmal mehr in der Elf des Tages zusammen mit Antonio Hill und Soriano. Der Bong stellt hier heimlich still und leise einen Rekord auf. Ist das noch heimlich still und leise? Ich erwähne es ja permanent, aber so in den Spielen fällt er einem ja kaum auf. So, dann haben wir Transfers. Schwarz vom BVB nach Halle. Mario Thompson von Mainz 2 zum HSV. Martinez vom HSV nach Zürich. Moring von Toulouse nach Leverkusen. Martin von Bayern München 2 nach Hansa Rostock. So, wir spielen jetzt gegen Mainz. Alle Spieler sind fit. Und wir haben erstmalig Fragezeichen, 100% Vorstandsvertrauen. Selbst die Fans mögen mich mittlerweile einigermaßen. Zumindest ist die Abneigung nicht mehr so krass. So, es läuft wunderbar. Es läuft wie am Schnürchen. Champions League wird auch gespielt. Noch ohne uns. Nein, nicht großkotzig werden. Das ist meist der Anfang. Im Untergang, den wollen wir nicht. So, Gladbach gewinnt 2:0 gegen Haugesund. Damit ist Gladbach schon, Gladbach ist sicher zumindest in der Euroleague, aber mit 3 Punkten Vorsprung auf Athen und einem deutlich besseren Torverhältnis kann man hier schon fast sicher mit der nächsten Runde in der Champions League planen. Dann haben wir Bayer Leverkusen, die spielen 1:1 gegen Kopenhagen. Die stehen damit auch zumindest sicher in der Europa League. Die ist ihnen nicht zu nehmen. 3 Punkte Vorsprung vor Platz 3. Und ein besseres Torverhältnis. Auch hier sieht es ähnlich gut aus wie bei Gladbach. Dann haben wir noch Werder Bremen. Die gewinnen mit 5:3 gegen Nice. Die haben damit ungeschlagen, ohne auch ein einziges Unentschieden. 15 Punkte nach 5 Spieltagen sind natürlich schon längst weiter. Und Eintracht Frankfurt verliert mit 2:4 gegen AC Mailand. Die stehen damit mit 7 Punkten auf Platz 3. Die Euroleague ist ihnen sicher, aber ja, bei der Champions League müssen sie etwas zittern. Das Torverhältnis ist deutlich schlechter als das. Also 4 Tore schlechter als das von Bilbao. Sie haben 1 Punkt weniger. Aber auch da ist noch alles drin. Europa League Hinspiele. Würzburg gewinnt 3:0 gegen Atletico Madrid. Wow. 1. FC Köln gewinnt 2:0 gegen Inter Mailand. Und Leicester City mit einem geschmeidigen 7:0 gegen Puskás Academia. Dortmund gewinnt 3:0 gegen Samara. Und Leipzig gewinnt 1:0 gegen Barça. Sehr gute Ergebnisse durch die Bank hier für ja, nahezu alle deutschen Teams. Wir spielen gegen Mainz. Sie sind uns deutlich überlegen. Stärketechnisch wird das die erste Niederlage der Saison. Ich will es nicht hoffen. Und wirklich rotieren kann ich dann hier auch nicht. Das Pokalspiel kommt in ein paar Tagen. Rotiert wird dann erst am Spieltag danach. Gucken wir mal. Ich spare mir die Ansprache. Ausverkaufte Hütte. 500 Gästefans. Boris Becker tippt 2:2. Gucken wir doch mal, was hier auf mittelmäßigem Platzzustand zu holen ist. Lippmann gegen Schwabel. Wir haben gegen den FC Bayern gewonnen. Wir haben gegen einen Erstligisten im Pokal gewonnen. Wir müssen uns hier vor niemandem verstecken. Lippmann, kein Abseits. Pizarro, nicht Claudio. Ich weiß nicht, ob verwandt oder verschwägert. Hill setzt sich. Pizarro setzt sich gegen Hill durch, aber die Flanke missglückt. So. Wir haben uns ja, würde ich schon fast sagen, auswärts eher leichter getan als zu Hause, wo wir öfters mal unentschieden gespielt haben bisher, falls man das in einer ungeschlagenen Saison so sagen kann. So 0:0, sowohl das Torchancen als auch das Torverhältnis natürlich. Ich sage, macht sie fertig. Das ist wieder ein 0:0 zu Hause, davon gab es ja schon mindestens 2 Stück in dieser Saison. Der 10. Spieltag. Ich sage ja immer wieder, die Tabelle sagt erst nach dem 10. Spieltag wirklich was aus.
den haben wir jetzt hier am Kopfball, sorry, an und der Ball ist drin, nachdem Bong die gelbe Karte sah und Lemon Cookie mit dem Assist auch und Kopfball De Luca und direkt das 2:0 eine Minute später und wir führen. Vorlage Schwabe, was war das denn für ein Doppelschlag und was war das denn hier, was, die Ereignisse überschlagen sich, zwei Tore, umrahmt von zwei gelben Karten von Bong, der fliegt vom Platz, aber wir führen mit 2:0, aber es ist noch über eine halbe Stunde zu spielen, was ist hier nur los, unglaublich, ich muss wechseln. Die Luca hat gerade getroffen, muss trotzdem gehen. Taktisch bedingt, Resch kommt auf die Linksverteidigerposition. Soriano stellt sich vorne alleine rein. Ich stelle auf normal, nicht mehr offensiv. Ja, ich stelle, glaube ich, den Einsatz hoch, um das zu kompensieren. Wobei, mit zwei Toren vorne sollten wir es auch so schaffen. Schwabe gewinnt den Zweikampf. Wir müssen auch die Energie so ein bisschen konservieren jetzt für die englische Woche. 79. Minute. Ich bringe Grosch für Harrison. Das sieht doch hier gut aus, aber Mainz nochmal mit einem indirekten Freistoß. Sie können bisher noch keinen Profit aus der Überzahl ziehen. Taki auf Lippmann, schön um die Mauer gedreht. Meier hat den Braten gerochen, kann den Ball halten. Es sollte doch jetzt wohl hier gut gehen. Sieht zumindest gut aus. Ich bringe Panayotov für BBD und... Oh, da ist der Anschlusstreffer. Jack Matthews, das Spiel ist noch nicht vorbei. Es sind noch 5 Minuten auf der Uhr. Und, das müssen wir nochmal zittern, nochmal in der 90. Minute hier ein Freistoß für die Mainzer. Müssen wir nochmal zittern, 18 Meter Torentfernung. Lippmann, der haut den Ball in die Mauer. Pfeif ab, Grosch haut den Ball nach vorne, pfeif ab. Soriano nochmal hier, startet Richtung Tor. Bauer versucht ihn einzuholen. Soriano ist zu schnell, schafft er hier noch. Der läuft frei aufs Tor zu, Trapp kommt raus und schiebt. Soriano schiebt den Ball an ihm vorbei und auch am Tor. Aber das Spiel ist vorbei. Das war nochmal ein spannendes Finale. Wir gewinnen gegen Mainz. Die Serie hält. Gelb-rote Karte für Bong allerdings. 52%. Wir wurden auf Sky übertragen. Das Spiel bekommt die Note 4 ging so. Das sind natürlich jetzt auch schöne Fernseheinnahmen, die natürlich immer noch erstmal in die Kasse von Jürgensen gehen. Aber ja, damit haben wir 12 Punkte in Heimspielen und 12 Punkte in Auswärtsspielen geholt. 24 Punkte nach 10 Spielen. Ein Punkteschnitt von 2,4. Wer hätte das geträumt? So, folgende Ergebnisse. Regensburg spielt 1:1 gegen Rostock. Unsere, die mit uns zusammen aufgestiegen sind, die Regensburger, schlagen sich auch ganz gut, stehen auf Platz 10. Heidenheim verliert mit 1:2 gegen Münster. St. Pauli verliert mit 0:2 gegen Elversberg. Nürnberg verliert mit 0:1 gegen Wolfsburg. Wir gewinnen mit 2:1 gegen Mainz. Halle verliert 0:2 gegen Stuttgart. Osnabrück gewinnt 3:0 gegen Flensburg. Bayern gewinnt 3:0 gegen Bielefeld. Und der HSV verliert mit 0:1 gegen Aue. Aue damit jetzt auf Platz 3, nur 4 Punkte hinter uns. Stuttgart auf 2, Bayern auf 5. Auf den Abstiegsplätzen Arminia Bielefeld hat die rote Laterne. In der Torjägerliste De Luca und Soriano teilen sich Platz 2 mit einigen anderen Stürmern mit jeweils 5 Buden. In der Elf des Tages Soriano. Kein Bong natürlich, jetzt wo er hier gelb-rot gesehen hat. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. De Carli wechselt von Freiburg nach Aston Villa, Evina von Wolfsburg nach Novi Sad, Mora von Osnabrück nach zum HSV, Bolga Tanga, schöner Name, von Freiburg nach Toulouse, Lynch, auch schöner Name, von Halle nach Frosinone Calcio, Galabov von Freiburg nach Hertha und Kempf, auch ein schöner, sehr viele schöne Namen, von St. Pauli nach Osnabrück. Und wir spielen jetzt im DFB-Pokal gegen den amtierenden deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. Die stehen in der ersten Liga auf Platz 15, sieht gar nicht mal so gut aus für die. Die sind auf jeden Fall schlagbar, auch stärketechnisch nicht ganz so krass. Gucken wir mal, was das hier so wird. Kai Havertz ist hier noch aktiv, im Alter von 34 Jahren. Das wird richtig spannend. Ich rotiere nicht. Die sind uns stärketechnisch überlegen. Wen wundert's? Keine Rotation. Wir stellen den Einsatz hoch. Wir können das Geld gut gebrauchen. Männer, wenn jeder rennt bis zum Umfallen, dann gewinnen wir das doch. Guck mal, diese Ansprache kommt nicht schlecht an. Die Spieler fragen sich, was diese Ansprache sollte. Ausverkauftes Stadion. Wir spielen zu Hause. Jensen Button tippt 1:3 auf die Gäste, auf den deutschen Meister. Aber wir haben ja vor niemandem Angst. Wird die erste Niederlage der Saison hier gegen den deutschen Meister passieren? Nein, ich möchte nicht von Niederlage reden, ich möchte von Sieg sprechen. Hill, wie an der Schnur gezogen, der Keeper springt und dreht das Geschoss um den Pfosten. Eckball für uns von der rechten Seite hier in der 12. Minute. Harrison zieht den Ball hart an den Fünfer. Lamascha, ihm springt der Ball ans Knie und auch von dort über das Tor. Es gibt nochmal Eckball von der rechten Seite. Harrison legt sich den Ball zurecht. Dreht den Ball so, dass der Name des Ballherstellers genau Richtung Kamera liegt.
Schlägt den mal hoch in den Strafraum. Kopfballduell vor dem Tor. Soriano überspringt die ganze Hintermannschaft, kommt frei zum Kopfball. Und der Ball ist drin und Soriano trifft auch im Pokal und bringt uns hier gegen den deutschen Meister in Führung in der 12. Minute. Harrison, 10 Minuten später, das wird den Leverkusern auch nicht entgangen sein, dass wir hier bisher die zweite Liga dominieren. Gelbe Karte für Hill. Ein Pokalfight hier. Aber Leverkusen jetzt mit einem indirekten Freistoß aus 19 Metern. Moring läuft an, flankt in den Strafraum. Schubert köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Können wir die Führung mit in die Halbzeitkabine nehmen? Jawohl. 1:0, 4:0 das Chancenverhältnis. Wir sind dem deutschen Meister überlegen. Ich sage, konzentriert weiter so. Da kann noch sehr viel schief gehen. Aber ich möchte es auch nicht an die Wand malen. Kaufmann wird von Hernandez bedrängt. Kann ihn abschütteln. Ablage auf Soriano. Der hält einfach drauf und der Ball ist drin und wir führen mit 2:0. Soriano, der trifft, wie er will. Vorlage Kaufmann. Aber wenige Minuten später hier die Leverkusener. Die geben sich noch nicht geschlagen. Desira auf Moring. Der hat noch keine wirkliche Torchance in diesem Spiel. Der hat gar keine. So, Desira schlägt den Ball auf den rechten Flügel. Moring hebt ihn direkt vor den Strafraum. Desira zieht ab und Hill fälscht den Ball noch ab. Der Keeper ist in die falsche Ecke unterwegs. Und der Ball ist drin und das ist der schnelle Anschlusstreffer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht nachlässig werden hier. Das war ein unangenehmes Ding abgefälscht. Jetzt Eckball für uns. Harrison. Aber Mills kann klären. So, wir müssten die Konzentration oben halten. Wir führen mit einem Tor. Ich bringe Richards für Schubert in der 64. Minute. Englische Woche, aber für die Leverkusener natürlich auch. Und ich bringe Okpevko für De Luca. Der sammelt jetzt meist Einsatzzeiten im Sturm, der Okpevko. Wir könnten hier eine Verlängerung sehen, aber ich möchte jetzt nicht darauf spekulieren. Ich bringe Panayotov für BRBD, damit ist das Wechselkontingent ausgeschöpft. Passiert hier noch was? Passiert hier noch was? Gelb-Rot für Hill! Gelb-Rot für Hill! Gelb-Rot für Hill und wir können nicht mehr wechseln. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwen anders in die Innenverteidigung stellen. Ich stelle Panayotov in die Innenverteidigung. Kaufmann wird zurückgezogen. Okpevko geht auf die 10. Und gucken wir mal, ob wir das hier über die Zeit bekommen und wir besiegen den deutschen Meister mit 2:1. Es läuft im Moment alles. Das ist das Schöne am Fußball. Wenn es läuft, dann läuft es richtig. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, aber hast du, wie soll man sagen, Gold am Schuh, hast du Gold am Schuh. Nein, wir haben den deutschen Meister besiegt. Und auch hier bekommt der Jürgensen seine 100.000 Euro. Wir haben über 400.000 Euro Einnahmen hier kassiert. Soriano, der Mann des Spiels, mit seinem Doppelpack. Gelb-Rot für Hill, der wird uns fehlen im Achtelfinale. Spiel bekommt die Note 4 mäßig. Der deutsche Meister hat sich mäßig an diesem Spiel beteiligt. Ja, wir sind sehr gespannt, wen wir hier im Achtelfinale vor die Brust bekommen. Pokal ist natürlich für uns eine wichtige finanzielle Einnahmequelle. So, andere Ergebnisse. 3 Erstliga-Duelle. Bremen gewinnt im Elfmeterschießen gegen Hertha. Dortmund verliert gegen Würzburg. Leipzig verliert gegen Köln. Die Kölner sind Titelverteidiger, oder? Ich habe das nie so ganz auf dem Schirm. Augsburg besiegt Flensburg. Wir besiegen Leverkusen. Drittligist Ingolstadt verliert gegen Gladbach. Hoffenheim 2. Stimmt, es waren auch einige zweite Mannschaften hier noch im Rennen. Hoffenheim 2 verliert gegen Kiel. Hoffenheim 1 besiegt Halberstadt mit 7:0. Nürnberg verliert gegen Mainz. Wolfsburg besiegt Stuttgart im Elfmeterschießen. Heidenheim besiegt Rostock. Uerdingen verliert gegen Elversberg. Bayern München 2 besiegt Preußen Münster. Und Bayern München 1 besiegt Gladbach 2. Also beide Mannschaften der Bayern sind hier noch im Rennen. Und Werder Bremen 2 verliert ganz knapp in der Verlängerung gegen Darmstadt. Paderborn besiegt Auerbach. Wenn ich mir jetzt einen Gegner wünschen darf, wünsche ich mir den SV Elversberg. So. Und möglichst ein Heimspiel. So, Darmstadt spielt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Die Runde der letzten 16 Mannschaften. Holstein Kiel trifft auf den FC Bayern München. Ja, Bayern ist die unterklassige Mannschaft. Hoffenheim, die erste Mannschaft. Nur die zweite Mannschaft der Bayern hat sich hier ins Achtelfinale gerettet. Nur in Anführungszeichen. Hoffenheim spielt gegen Köln, den ersten FC. Paderborn spielt gegen Gladbach. Bayern München 2 wäre natürlich auch ein interessanter Gegner. Die spielen gegen Mainz 05. Wir wurden immer noch nicht gezogen. Werder Bremen spielt zu Hause gegen Elversberg. Mein wunschlos
haben wir nicht bekommen. Heidenheim spielt gegen Würzburg. Und jetzt müssten wir doch mal langsam kommen hier im letzten Spiel. Wir spielen zu Hause und zwar spielen wir, wer ist noch übrig? Der FC Augsburg. Das ist natürlich nahtlos los. Der dritte Erstligist, aber wir haben schon zwei Erstligisten hier rausgeschmissen. Da haben wir keine Angst. So, Hoffenheim gegen Köln, Bayern gegen Kiel, Heidenheim gegen Würzburg, Haching gegen Augsburg, Bremen gegen Elversberg, Paderborn gegen Gladbach, Bayern 2 gegen Mainz und Darmstadt gegen Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Wir werden reichlich Prämien bieten und im nächsten Part geht es weiter richtig zur Sache. Wir werden die Tabellenführung verteidigen wollen gegen Aue, gegen Rostock und gegen Bielefeld. Aue, Rostock, Bielefeld, die stehen auf Platz 3, die stehen auf Platz 18 und auf Platz 13. Wir haben bisher 7 Siege, 3 Unentschieden, 2 Siege im DFB-Pokal, das läuft wie am Schnürchen. Werfen wir mal einen kurzen Blick in die anderen Ligen. In der Regionalliga Nord, Gladbach 2 auf 1, Magdeburg und Cottbus würden aktuell aufsteigen, werden verfolgt von Bremen 2, Wolfsburg 2 und Lübeck. Auf den Abstiegsplätzen Rödinghausen, Fortuna Köln, Berliner AK und Zwickau in der Regionalliga Süd. Bayern 2 auf 1, dahinter Wiesbaden und Darmstadt, die aktuell aufsteigen würden, verfolgt von Augsburg 2, Sandhausen, FSV Frankfurt. Auf den Abstiegsplätzen Garching, Schweinfurt, Nürnberg 2, Astoria Waldorf. In der ersten Liga auf den Abstiegsplätzen Kiel, Hertha und Dresden. Gladbach ist Tabellenführer, dahinter Dortmund, Leipzig, Bremen, Union und Hoffenheim. Unser Gegner im DFB-Pokal Augsburg, die stehen solide auf Platz 7. So, es läuft so gut wie noch nie und ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Anstoß 3. Bye, bye.